So. Ja, wir kommen zurück zu Forza 7. Und wieder mal in Nordschleife. Diesmal mit dem Lancer 8MR 04. So. Robin, du kannst ja mal Ansage machen, oder? Oder kämpfst du mit deinem Kaspersky schon wieder? Ey, ey, ey. Ja. Bam, 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 bam. Na? Jetzt. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Jo. Hilton Eloka ist auch am Start. Und ich hatte euch in der letzten Folge, wo wir den Subaru Impreza gefahren sind, ja versprochen, wir wollen auf der Nordschleife mal das Gegenpondong testen. Pondong. Ist ja, ja, waren ja schon immer Konkurrenten, Mitsubishi, Subaru, Lancer, Impreza. Und da haben wir jetzt den hier rausgesucht, das ist der 8er MR, der kommt ihm ziemlich nahe. Muss ja nach dem Baujahr gehen. Also wir hatten 2.5er der Subaru und der ist 2.4. Genau. Ja. Und den wollen wir über die 24 Stunden der Nordschleife 2 Runden jetzt fahren. Ein bisschen Turboprügeln. Genau. Bist du bereit, Dicken? Achso, ich muss ja wieder drücken hier. So, jetzt. Ja. Ja. Ich vergesse das immer. So, rein starten. Ich hoffe mal, ich habe jetzt Force Feedback. Ich hoffe, dass es mit dem Sound diesmal passt. Ein bisschen leiser gedreht. Dass man uns ein bisschen besser. Ja, ein bisschen besser hört jetzt eine Aufnahme. Da sind wir. So. Ja, ich hab Force Feedback. Ja, wunderbar. Ja, ich auch. Ah, wieder zu spät geschalten hier. Du hast einen Weiß? Okay, ich hab Rot. Das machen wir jetzt in 2 verschiedene Farben. In der letzten Aufnahme hatten wir ja beide Blau. Direkt so gekauft ab Werk quasi. Da gab's bloß Blau, also. Der schiebt aber auch ein bisschen über die Vorderachse. Ja, ein bisschen. Sound ist auf jeden Fall anders. So, wir gehen mal in die Cockpit-Perspektive, meine lieben Freunde. Das habe ich letztes Mal vergessen. Also sehe ich. Oh, geht. Also ist der Sound aber ein bisschen schwach. Oh, geht eigentlich. Er ist ein Ende leiser. In der Stoßstangenansicht, da hast du immer den besten Sound. Und das beste Geschwindigkeitsgefühl. Ja, das müssen sie unbedingt auch mal patchen, dass das Lenkrad richtig rumlenken tut, immer weiter lenken tut, wie in echt. Das genau, nicht. Das geht nur 90 Grad und man selber dreht halt viel weiter, als was da hier anzeigt. Das halt muss schon mal geändert werden. Aber gut, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Am Anfang hat mich das extrem irritiert. Dass der nicht so lenkt, wie ich lenk, also dass der dann einfach stehen bleibt, obwohl ich weiter lenke. Ja, zu Anfang ja schon, aber nur ist das ja blockiert. Und aber der hat aber nicht so viel Drehmoment wie der Subaru.
Ja, ich kann's vierten dafür. Gang bei der Umdrehung 4000. Immer wieder in die andere Ansicht, meine lieben Freunde. Das gefällt mir hier nicht mit dem Sound. Das ist, kommt jetzt so lasch rüber. Gehen wieder in die Stoßstangenansicht. So. Oh, 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 oh. Ah, wie die Ansicht verstellt. Oh, die ganzen Reifen. Ja, hier. Das, ja, weil ich die Ansicht verstellt habe. Das wäre mir sonst nicht passiert, aber. So. Na, die erste Runde, meine lieben Freunde, ist sowieso Eingewöhnung. An den Wagen gewöhnen und Grenzbereich ein bisschen ausloten. Ah, was ruckelt hier? Okay. Ach, das war wieder der Kaspersky. Oh Junge, Alter, das Programm kommt runter. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und der steuert ein bisschen mehr als der Subaru. Ja, no, ein bisschen zumindest. Er hat auch ein ganz anderes Drehzahlband. Braucht ein bisschen, immer ein bisschen mehr Drehzahl. Der baut auch nicht ganz so viel Grip auf, also. Wenigstens wieder Force Feedback, das ist schon mal sehr gut. Hoppala. Doch, wird jetzt zu spät geschalten. Also du kannst ihn ab 4000, aber er braucht mehr Drehzahl als der Subaru. Definitiv. Was der für einen Topspeed nachher schafft, aber der Dinger Höhe. Der Subaru hatte 2,45 geschafft. Das habe ich noch im Kopf. Ja, im Karussell war jetzt nicht so stabil. Da war der Subaru ein Ticken besser, fand ich. Ja, ich bin generell auch der Meinung. Oh, oh. Ah, ging noch.
Ah, oh, nee. Was haben wir gesagt hier? Glatteiskurve oder was das war, ne? Nee, nee, das die war kommt nicht noch. Die Eiskurve. Die kommt noch, stimmt. Das war eine Linkskurve, die Eiskurve, ja. Na, er baut ja auch nicht so viel Grip auf. Das Baru hat baut mehr Grip auf. Das ist bei ihm hier nicht so. Der rutscht mehr. Das ist mir gleich aufgefallen. Auf dem Grund. Hier ist die Eiskurve. So, jetzt den ersten Pflanzgarten. Ja, mit 140 geht's noch. 150 könnte man schaffen, wenn man gut durchkommt durch die Passage. Zweiter Pflanzgarten. Ja, der Subaru ist ein bisschen hecklastiger gewesen. Ja. Das mochte ich ein bisschen lieber. Der hier ist fast gar nicht hecklastig als Allrad. Das gibt's ja auch. Frontlastig und hecklastig. Und der ist eher auf die Front. Kann man natürlich im Tuning verändern, aber so, Döttinger Höhe. Glaub nicht, dass der 245 schafft. Abwarten. Na ja, doch. Bei 36. Ja, berg runter oder auch 245. Wir sind jetzt schon auf 240. Ja, berg runter. Ja, 250 habe ich sogar geschafft. Tick schneller als der Subaru. Aber nur einen kleinen Tick. So, ist jetzt gleich in die zweite Runde. Oh, der Turbo pfeift, ja. Schiebt über, jetzt kommt er erst. Ja, manchmal bricht er fast aus, dann schiebt er aber trotzdem drüber weg und manchmal kommt er relativ gut durch. Also, ja, es kann aber auch am Fahrwerk liegen, das ist vielleicht ein Ticken zu weich ist. So, jetzt fahre ich volle Rille, ne? Jo. Ich versuche einfach mal dran zu bleiben. Ja.
Man muss viel häufiger schalten als beim Subaru. Ja, das habe ich auch schon weggekriegt. Oh, Flugplatz? Na, der andere hat ja Boxermotor gehabt, ne? Das ist frisch. Ja. Ja. Ticken zu schnell hier. Oh, 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 oh. Passage mag er hier nicht so gerne. Viel zu langsam. Ah, da bist du auch gleich wieder ein Stück rangekommen. Nur ein bisschen. Kurve habe ich schlecht getroffen. Schiebt aber auch über die Vorderachse. Ja.
Boah! Ah. Komm, 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 komm. Das hat eine Menge Zeit gekostet. Nee, das war ein sauberer Ritt im Subaru. Den traut man auch nicht so viel zu. Der Wagen gefällt mir nicht. Da müsste man selber noch Hand anlegen im Tuning. Differential ein bisschen abändern. Wenn man nicht so über die Vorderachse schiebt. Übers Differential dann halt gehen, ne? Ja. Also würde ich es machen, wenn du jetzt nicht unbedingt das Fahrwerk anders reinmachst. Aber ich glaube mal, am Fahrrad kannst du auch viel machen. Die Spuren ums Lein stellen. Mehr Antrieb auf die Hinterachse. Viel auf der Vorderachse. Ja, bei 50 schafft er wieder. Oh, meine lieben Freunde, das waren zwei Runden. Schöne Nordschleife. Ja. Ja, Baro ist besser. Oh, und mich hat's noch überschlagen. Hä? Ja, ich hab Handbremse gezogen beim Reinfahren. Durch die Ziellinie. Und dann übernimmt ja der Bot und der hat versucht, irgendwie das zu korrigieren und hat sich dann überschlagen. Na gut, war auf jeden Fall schön. Zwei Runden Nordschleife. Jetzt gucken wir nochmal, was es ein bisschen an Geld gibt. Wahrscheinlich wieder um die 50.000. 50.000 finde ich super. Gibt es sonst noch was Neues? Oh, Level Up. Yeah, nochmal 20.000 dazu. Neues Auto. Yep. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder einen Cut und sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.